Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons Teil 4 Version 3. Jetzt bin ich nur sagen, warum Version 3. Erste Aufnahme, ich habe vergessen, bei der ersten Aufnahme habe ich vergessen, das Mikrofon, die Stummschaltung auszuschalten. Und bei der zweiten Aufnahme ist OBS nach 10 Minuten abgestürzt, also ja. Fängt schon mal gut an. Verteidigung ist der beste Angriff gegen Stachliges. Ich hoffe, dass das jetzt ohne Probleme läuft. Vorteil ist, ich kenne mich ein bisschen besser aus. Manchmal ist so die Hitbox ein bisschen sehr seltsam. Ich habe keinen Schlüssel, also muss ich nach links gehen. Da habe ich hier dieses schöne Rätsel, das relativ selbsterklärend sein dürfte. Man muss dieses rote Feld hier reinbringen. Dann, also dass die rote Würfelseite oben ist. Andersrum, das habe ich falsch gemacht. Möchte ich eigentlich so machen. So und so. Und jetzt müsste es gehen. Genau. Schönes Farbrätsel. Nicht allzu kompliziert, deswegen ja. Seit wann können Schlangen die Treppe hochlaufen? Das ist neu. Nettes Detail ist auch, dass das Ding die Bombe hochhebt. Hier bekommen wir die Karte, die uns dunkle Felder anzeigt, die wir noch nicht besucht haben. Ja, es gibt hier Schienen und die Schienen werden auch benutzt werden. Wir bekommen hier den Schlüssel und jetzt müssen wir mit dem Schlüssel zum Eingang zurücklaufen, weil der Raum über dem Eingang tatsächlich den nächsten Raum beinhaltet. Aber so geht es natürlich schneller. Das habe ich schon beim ersten, beziehungsweise habe ich es schon beim zweiten Versuch gemacht. Ich hoffe nur, dass das Spiel nicht ab, dass die Aufnahme nicht abstürzt. Warum das passiert ist, keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund ist dann das Bild stehen geblieben, der Ton lief dann weiter, aber das bringt auch nicht viel. Hier auf Nummer sicher. Weil ich habe beim ersten Mal gehabt, ich bin dann hier nach rechts gelaufen. Genau, wenn man nämlich ganz unten auf der Achse ist, kann es nämlich passieren, dass man dann nicht dass man dann quasi nicht durch die Tür gehen kann. Wenn man natürlich von den Gegnern flieht, ist es ein bisschen unpraktisch. Sehr schön. Wenn man natürlich im ersten Moment nicht gewohnt ist, dass er die Bombe hochhebt, dann ist es ein bisschen ungünstig. Ja, man sieht schon, das sind eigentlich die Blobs, glaube ich, die geteilt werden. Und durch das Schwert-Upgrade ist das direkt kein Problem. So. Jetzt komme ich zu einer Stelle, die mich vorher genervt hat. Ich weiß nicht, warum das ist. Die Fledermaus,
Der Pfad, wo die Fledermaus rumfliegt, ist sehr seltsam. So. Weil das Problem ist, ich hatte das echt vorher, da bin ich quasi an diesem Block abgeprallt gegen die Fledermaus und dann haben die Ping-Pong mit mir gespielt. Was nicht sehr ideal war. Eine Sache, die schön an diesem Raum ist, man muss sich nicht bewegen und kann alle Gegner besiegen. Dann gehen wir den Weg wieder zurück. Dass mir die Fledermäuse nicht zu sehr auf den Sack gehen. Oh, ich habe hier sogar Glück gehabt, okay. Ich brauche kein Herz, ich habe alle Herzen. Hier respawnen die Gegner interessanterweise nicht, aber in dem Schlangenraum schon. Oder? Nein, okay, doch auch nicht. Hey, der Kompass. Nutzt ihn zur Orientierung, zur Schatztruhe zu entdecken und Schlüssel aufzuspüren. Genau, hier haben wir tatsächlich dann den die schöne Fahrt mit dem Fahrzeug. Da ich wusste, dass der oben spawnt, gar kein Problem. Ein Unbeflügelter fordert mich nicht unbestraft heraus. Benutze jetzt einen Gemeintrick. Ich zeige mal kurz, wie der Boss abläuft. Lässt sich dann so fallen und man schlägt ihn. Wenn man jetzt aber hier unten an dem Rand läuft, den Rand kann er nicht zerstören. Jetzt geht er in den nächsten Modus. Ach, okay, nee, der... Noch nicht, das macht es beim nächsten. So, jetzt muss ich darauf achten, dass er hier... Oh, komm! So. Und ja, man kann da unten reinfallen. In den Boden. Der Boden ist tatsächlich ein, da ist tatsächlich ein Raum darunter. Wenn man den dann hochläuft, kommt man hier raus. Das bringt uns aber gerade nichts, denn wir müssen tatsächlich hier runter gehen. So, jetzt wird es interessant. Ah, den Raum können wir noch nicht machen. So. Hier bekommen wir nämlich, du hältst die Greifenfeder, mit dir fühlst du dich federleicht. Ja, mit dieser Feder kann ich nämlich dann auch bringen.
man kann das kombinieren tatsächlich. Möchte mir schnell was holen. Du hältst 30 Rubine. Feine Sache. Auf der rechten Seite ist dann nichts mehr. So. Oh. Was sagt die Statue uns? Die Schwinge in Blau lässt dich über farbige Felder gleiten. So. Jetzt hoffe ich, dass ich da nicht drauf gehe. Ach, fuck. Das Problem ist nämlich, wenn man auf diesen Feldern stehen bleibt, dann fällt man runter. Ach genau, hier geht's dann weiter. War ich noch nicht, denn ich wollte nämlich zuerst einen anderen Raum anschauen. Oh, Bleder. Ja. Okay, das war jetzt irgendwie mein Fehler. Irgendwas ist mit dem Steuerkreuz von dem Controller. Ich weiß nicht was. Aber ich muss ja wieder rüberspringen. Das habe ich ja ganz vergessen. Ein bisschen ungünstig gelöst. Irgendwas ist da mit dem Steuerkreuz. So, jetzt gehe ich hier schnell rüber. Denn hier ist nämlich ein... Oh, das ist so blöd gelöst teilweise. Ich muss genau im richtigen Winkel darüber springen. So, kann ich zurücksetzen. Also etwas die... Muss ich warten, bis die da weg sind, dann... Ich nehme mich da... Ach, ich kann die schlagen. Das ging nämlich im vorherigen nicht so einfach. So. Kriege ich hier nämlich den Schlüssel. Ich glaube, ich müsste was ausprobieren. Nein, okay. Ich hatte vielleicht gleich mit den Arcanum-Kerne das gleiche machen, was das Sabo-Pulver in Link's Awakening gemacht hat. Manchmal ist irgendwas mit dem Timing, entweder schon was mit dem Emulator nicht. Was ist denn das jetzt? Bist du mich verf... Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel ein ...
Ja, wir haben ja tatsächlich einen Sprungpunkt. So. Werde ich nicht jetzt auch nutzen. Also ich habe jetzt keinen extra Schlüssel, genau, aber ich habe jetzt ja die Feder, weil die habe ich nicht gespeichert. Jetzt kann ich nämlich hier runtergehen. Das muss ich nämlich eh machen, deswegen. Ich hatte nur verpeilt, dass ich das davor machen muss. So. Was ich aber jetzt machen kann, ist, ich teleporte mich hier zum Raum und plündere hier mal die Drohnen. Die werden immer zurückgesetzt, wenn man da hingeht, was natürlich sehr praktisch ist. Das heißt, ich gehe weg, gehe wieder hin und kann mich dann wahrscheinlich wieder ausrüsten. Genau. Ob ich dann aber noch ein Herz kriege, ist tatsächlich Glückssache. Ich glaube, im linken und ganz rechten ist immer so, sind immer die Arcanum-Kerne drin. So. Ich hatte gar nicht gespeichert. Ach, da kommt man zurück, genau. Das ist nämlich das, was ich gemeint habe, was mich da so nervt. Das ist manchmal sehr komisch vom Absprungpunkt her. Das hat mich aber damals schon ein bisschen genervt auf dem Game Boy Advance. Man kann nicht hochspringen und steuern, dann springt er und man, also jetzt springe ich hoch und steuern, dann sieht man, der springt gerade hier hoch und dann bewegt er sich. Dann sagen, okay, aber jetzt springe ich ziemlich direkt ab. Ja, aber wenn ich im richtigen Moment nach vorne drücke, dann macht er das. Positiv muss ich hier hervorheben, man kriegt keinen Schaden von den Gegnern. Erstmal. Stimmt, da muss ich ja dann auf.
Nee, warte mal, da muss ich so machen. So machen. Genau, so machen. Und dann geht das. Sehr gut. Aber ich gucke erst, was hier drüben ist. Moment, der ruft mich an. So, weiter geht's. Ah, ich habe einen kleinen Schlüssel, sehr schön. Hier ist aber sonst nichts, nö. Ach, da muss ich das Rätsel nochmal lösen. Ah nee, muss ich nicht, das ist schon offen, okay. Das ist zumindest fair, dass sich das Spiel das merkt. Genau, jetzt komme ich hier raus und habe zwei Schlüssel. Weil ich heute irgendwie nicht so gut beim Spielen bin. Tue ich schon mal sicherheitshalber speichern. Oder habe ich sicherheitshalber gespeichert? Jetzt muss ich quasi, glaube ich, wieder nach oben gehen. Genau, weil jetzt habe ich zwei Schlüssel, mit denen ich hier weiterkomme. Ah, ich habe ein Gashakern erhalten. Sehr schön. Ah, ich muss es verschieben. Ich habe das jetzt gar nicht so... Ich habe mir gedacht, komisch, ich kann das nicht machen. Logischerweise, ich muss es dann verschieben. Dass die Aufnahme läuft bislang, ist schon mal gut. So. Schauen wir den Raum hier mal genauer an.
war jetzt mein Fehler. Moment. Kann ich hier... Nö, ich kann die nicht verschieben. Ne, dann nicht. Vielleicht. Kann ich nicht verschieben, die blauen. Ist aber kein... Hä? Ach, du willst mich jetzt verarschen, oder was? Ach, so ist das. Jetzt kann ich wahrscheinlich die Figur verschieben. Nimm mal, du meinst es aber anders. Das ist jetzt kein wirklich schwieriges Rätsel. Ich gehe mal nach oben. Ach, okay, dann muss ich hier ab. Thank you.
Ach, ich sehe es vor dem. Das ist ein kreatives Witz. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Da ist ein Raum, den wir nicht besucht haben, fällt mir gerade auf. Ach, das ist der Raum unter dem Bossraum. Soll ich mir den nochmal anschauen? Ehrlich gesagt... Ja, das mache ich jetzt dann sogar. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist. Nö, anscheinend nicht. Es hätte sein können, dass irgendwas Verstecktes ist. Nö, dann nicht. Genau, muss ich hier hoch nochmal. Ach nee, der merkt sich nicht, dass man den Weg freigemacht hat. Das hatte mich jetzt auch noch interessiert. Du böses Viech, ne? Das war jetzt, ja. Ich habe muss ja so machen und so machen, dann geht's.
Ich. Das rote Antlitz fürchtet Rauch und Donner. Ah ja. Das heißt, ich brauche Pumpen. Jetzt muss ich gucken, was ich da mache. Boss ist nervig. Was, da muss ich wahrscheinlich genau im richtigen Moment das reinschmeißen. Ach. Ich könnte mich hier nochmal. Ja, dann. Ich
ist das mit dem Controller? Irgendwas stimmt da nicht mit dem Steuerkreuz. Ich glaube, ich muss das Ding mal aufschrauben. Das Loop könnte auch ein bisschen länger sein von dem Musikstück. Falscher Raum, ich wollte ja nach oben. Kann man schon mal verwechseln. Ach komm. Das gibt's ja nicht. Thank you.
Na komm. Ach, okay, jetzt verstehe ich das. Na, jetzt geht's. Ups. Jetzt passt's. Ach komm. Oh. Ach, fuck. Dann schnell weg. Ach, komm. Ja, ich glaube, das könnte passen. Nein, okay. Oh, ist ja wirklich immer zufällig wandern. Gott, das muss ich hoffen, dass da mal gescheit kommt. Warum? Shit.
das. Ah, das geht. Das könnte was sein. Nein. Also, das ist ja einfach. Viermal treffen. Ach shit. Shit. Mal schauen, ob das was wird. Warten, bis da was kommt, was ich brauchen kann. Ach, das ist einfach. So. Der Boss nervt mich.
Ich muss ja eh trotzdem wieder hinlatschen. Dass man nicht alles macht für die Statistik. So, dann. Aber dass es ein kurzer Teil werden sollte, geht dem mir schon ziemlich auf die Nerven. So. Vielleicht nur ein Herz haben. Daneben nicht. Gehen wir in das Falsche rein. So, weiter geht's. Ich musste kurz telefonieren. Dann schauen wir mal. Thank you.
gutes Timing, okay. Ah, das war jetzt blöd. Ups. Ach, das war zu spät. Das war vielleicht zu knapp. Ja. So, schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Bloß hoffen, dass da mal Bomben kommen. Oh, da habe ich doch gut getroffen. Jetzt ein Herzcontainer. Nachdem ich so das Timing rausgekriegt habe, ging es eigentlich, aber das Problem ist, das Timing rauszukriegen. So. Es ist ein Weihnachtsbaum. Du erhältst das Holz der Antike. Eine Essenz der Zeit. Aus der Stille flüstert es die reine Wahrheit in verschlossene Ohren. Meine Augen. Mob, ich spüre eine Essenz der Zeit in der südlichen See auf der Sichelinsel. Suche von der Stadtküste aus einen Weg dorthin. Gut, aber an dieser Stelle bin ich den Teil, der ging mir jetzt auch schon länger, wie ich erhofft habe. Aber irgendwie habe ich, ich weiß nicht, ob das am PC liegt oder am Controller oder ob ich heute nicht so fit bin, aber egal. Naja, gut. Ich hoffe, der Teil hat trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten, dann stechen wir in den See. Ich habe gedacht, das kommt ja später im Spiel. Ist eh sehr kompakt vom Ablauf her, was mir aber auch gut gefällt. Also,